Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. Version 2.0, Version 2, Version 2.00. Ich möchte mal hier an der Stelle gleich mal vorweg sein. Ich danke allen Zuschauern, die mal reingeschaut haben, die auch abonniert haben, zum Beispiel, hier und mal geliked haben. Ein großes Dank dafür. Haben eine gute Entwicklung hingelegt bis heute. Heute haben wir den 7. In ein paar Tagen habe ich das erste Mal hochgeladen, aber hier nicht direkt die Karte, sondern so Testversuche. Da hatte ich mir eigentlich im Prinzip jetzt um diesen Zeitraum her entschieden, jetzt machst du auch mal Aufnahmen durch YouTube. Mal testen, ob es hinkriegt. Ne? Also anfangs war ja ein bisschen schwierig teilweise, weil ich von nichts eine Ahnung hatte. Mir nach und nach da reingesteigert habe. Und muss ehrlich sagen, man muss viel Geduld haben, weil das läuft anfangs nicht so, wie man es denkt. Man denkt ja auch gleich, oh, jetzt geht's hoch. Na, ist nicht so. Man muss sich da erstmal in aller Ruhe Publikum aufbauen. Und das steigert sich ja nur langsam. Die Steigerung ist zu sehen. Von 0 auf 37 in einem Jahr. Ja, das ist gut so, finde ich. Mal schauen, was wir in einem Jahr noch schaffen, im nächsten Jahr. Ob wir das toppen können oder ob wir das, eine Steigerung da ist. Mal schauen. Ich mache jetzt so weiter wie bisher. Ja, vielleicht kommt das eine andere noch ein bisschen anders. Mal sehen. Weiß auch nicht genau. Möchte gerne immer die Bildqualität immer steigern. So gut wie möglich. Ja, und Ton und so, das soll auch optimal sein und Möglichkeit. Ton ist ein bisschen schwierig, weil es immer so schwer einzustellen ist. Weil das variiert auch ein bisschen von Version zu Version von Steam Labs, dass da immer einige Updates gibt und Änderungen kommen. Ja, auch mal vergessen wird, der Ton nicht angezeigt wird. Das kann passieren, dass er mal plötzlich ein Einstellung weg ist. Ja, jetzt probieren wir, ob die Silage schon so weit ist. Die war ja vorhin auf 99%. Hoffe für einige, dass sie heute noch umspringt auf 100. So, F1. Wir haben so aufgedeckt. Hier ist gut, kein Grün. Ne, also was nebenan her ist, das müssen wir sehen. Das lassen wir noch mal zugedeckt. Das ist eher bei 50%, aber hier an der Ecke befürchte ich Probleme. Gut, mal schauen, ob das so ist. Wir werden mal testen, ob wir eine BGA reinkriegen. Und wie wir das am besten hinkriegen, da reinzukriegen. Ansonsten noch ein Förderband holen, also. Zumindest mal testen. Das ist ja ganz schön hoch. Aber der Radlader, ne? Ich weiß, der ist ein Überladewagen. Nimmt er nicht an. Das habe ich befürchtet, aber gut, mal schauen. Nun, no, nimm an, Sauhund. Scheiße. Entschuldigung. Gibt's doch gar nicht. Wieso nimmt er das nicht an? Dann soll er auf die Lage nehmen können. Im Blau ist auch ein Feld, oh. Feld. Muss ich mal so fahren. Ja, gut, das wollte ich so nicht. War anders geplant. Man weiß, wenn man erstmal testet, ne? Der war normale Anhänger. Ja, mal sehen. Dann müsste ich den anderen blauen nehmen, den LKW. Die
den Dolly weg und dann LKW rückwärts ranfahren, ob das dann auch gehen würde. Mal sehen. Muss ich mal gleich testen. Das ist mir so interessant, ne? Wenn das nicht so klappt, wie es klappen soll. Vielleicht kann er auch den Trigger nicht finden, also mal sehen. Also es könnte da an Anhänger liegen oder an Typ Fahrzeug. So. Weil eigentlich ein Überladewagen dafür nicht geeignet ist. Ist ja logisch. Aber er sollte eigentlich das können. Wäre nämlich einfach gewesen. Fährst dran. Abkippen, fertig. Weil hier habe ich das Problem. Mal zu weit geht es nach hinten los. Also dann kriegt sie hier einen riesen Berg. Das will ich nicht. Oh. Dann geht mal zu langsam. Die erste ist voll. Dann kriegen wir heute Nacht erste Einnahmen für unsere Silage. Ah, ist noch nicht voll, 27%. So, mal schauen. Während er ein bisschen abkippt, wollte ich den diesen LKW nehmen, aber nicht den Hänger. Den Hänger wollte ich nicht nehmen. Aber der Hexer ist voll, der Dings ist voll. Ja, das hatte ich öfters festgestellt. Wenn du weiter wegzoomst, dann siehst du die Fahrzeuge nicht. Ich habe mir gedacht, wenn du hast, wo ein LKW gelassen, der ist am Acker normalerweise und dann, wupp, bis ich drauf gekommen bin, dass man nicht dran zoomen muss. Das ist wieder goldig, das ist genau in der richtigen. Na, das gibt's doch gar nicht. Verkehrten Seite. Gut, ein paar Sekunden zu spät. So, nimmst du einen Förderband. Das macht die Sache dann leichter. Ne? Dann fahren wir mit dem Traktor hin und holen uns im Prinzip jetzt einen Förderband. Weil das kriegen wir ja. Okay, wollen wir mal sehen, erst abwarten, ob wir da überhaupt abkippen können, ob es auch noch zählt. Das wollte ich zuerst testen. Bevor wir da jetzt groß investieren, ein Förderband kostet kein großes Geld. Aber es wird leichter machen können, ne? Denn? Geht bergauf. Ja, mal gucken. Ja, das ist ein bisschen hoch, der LKW und der Anhänger. Wo, wenn er jetzt offen ausgeklappt ist, ist es kein Problem. Aber wenn er ausfährt, ist es ein Problem. Aber der klappt erst aus, wenn du daneben stehst. Und daher ist es beides ungünstig, den Augenblick. So, hier wollen wir kurz warten, weil er meistens beim Zurückfahren rabiat vorgeht, ne? Und ich habe keine Lust, dass er mir den LKW dann durch die Bürgerste verschiebt, wenn die Arbeit nicht weitergeht. Ja, ich habe heute meinen ersten Arbeitstag geschafft. Nach einem, ja, gut, langen Weihnachtsurlaub, kann man sagen. Weil die Feiertage für den Urlaub eigentlich günstig gefallen sind.
Ansonsten machen wir einen kürzeren Urlaub, weil wir unsere Hauptsaison ist eigentlich im Winter oder im Herbst und bis im Frühjahr. Und dann wird es ein bisschen ruhiger. Aber die Feiertage sind natürlich ein bisschen günstig gefallen. Nächstes Jahr wieder anders, nächstes Jahr wird der Urlaub entsprechend ein paar Tage kürzer. Insgesamt. So, jetzt wollte ich LKW. Hier irgendwo. Das ist unser. Ja, ne, das dazu, ne? Aber gut. Dass einmal der Urlaub zu Ende geht, das war ich mir von vornherein klar. Das ist immer so. Gut, ich hatte Frühschicht. Das hat einen Vorteil, man hat lange das Zeit. Ne? Andersherum ist es so, Spätschicht, ach, da kannst du theoretisch ausschlafen. Ne? So, den Dolly hängen wir ab. Den brauchen wir nicht. Ich mache das normalerweise ungern, aber na gut, okay. Den Augenblick ist das nicht so schlimm, weil ein einzelner Dolly kriegst du auch noch runtergefahren. Ne? Aber wenn der Anhänger schon am anderen anhängt, so wie jetzt beim Getreideabfahren, da ist es echt, ja, dann echt schwierig wieder anzuhängen. Ne? Dann mit diesen Tricksen mit Schieben und Machen. Weil die Hänger lassen sich echt ungünstig so zurückfahren. Ne? Warum das so ist, keine Ahnung. Ob es reell auch so ist, kann ich nicht beurteilen. Ich fahre kein LKW. Hatte noch nicht das Vergnügen. Den Führerschein habe ich LKW nicht gemacht. Ich sag mal so, leider. Wäre die Wende 2, 3 Jahre später gekommen, hätte ich vielleicht Führerschein auf LKW gehabt. So. Ich sag mal kostengünstig, ne? Mal dazu sagen. Führerschein machen war bei uns nicht so einfach. Privat. Nur für Pkw, aber wenn man über die Firma das machen hätte können, wäre theoretisch machbar gewesen. Chef meldet dich an und du kriegst entsprechend einen Termin und dann kannst du da entsprechend sogar eine Arbeitszeit Führerschein machen, in der Voraussetzung, dass du auch mal für die Firma LKW fahren tust. Ich meine, gut, kommt in der Regel nicht vor, aber es hätte mal sein können. Ja, und das ist mir leider, war am Ende 1, 2 Jahre zu früh. Aber gut, das kann man sich irgendwie aussuchen. Wenn du heute Führerschein machst, LKW machst, ist das schon ein verdammt teurer Spaß. Das macht dann auch nur Sinn, wenn du auch wirklich so, der war echt so gut drin. Und dann ist er nie an. Streng die Abkippen. Jetzt probieren wir mal neu. Jetzt, wo er leer ist. Dazu nehmen wir einen Radlader hoch. Das kann natürlich sein, wenn jetzt was drinne gewesen ist, was nicht drin sein darf, dann lass ich an. Dann würden wir uns viel Arbeit ersparen, wenn wir da das hier so reinkippen könnten mit den Überladewagen. Dass er vielleicht, obwohl normalerweise, ich muss mal testen, das geht. Manchmal ist ja verrückt. So, wir kriegen die Gerste noch fertig.
Das wäre schön. Dann mache ich die nächsten drei Folgen morgen am 8. oder am Donnerstag. So, in der Woche ist immer blöd mit Aufnehmen. Aber gut, ist halt so, ne? Probier mal. Ja, normalerweise. Das wäre nur ideal, ne? Wenn es so gehen würde, wie ich das will. Wenn das nicht so geht, ja gut, dann muss man einen anderen Plan finden. Ja, eigentlich wollte ich mir den ja nur stehen lassen und dann immer automatisch so. Muss noch ein bisschen fahren. Dann nicht an. Egal wie streng ich das mache. Gut. Oder nicht gut. Naja, gut. Kurz abhängen, wieder anhängen. Normal. Das will ich nur wissen. Licht daran geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Will nicht. Keine Ahnung. So, ich schau, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Mal schauen, wie wir das hinkriegen mit dem LKW. Ja. Der nächste ist voll. Dann bis gleich, ne? Tschüss.